Zum 16. Mal sehen wir uns hier im Jade Imperium bei Jade Empire Special Edition und wir müssen ja der Hugh, die man Hui schreibt, ins Teehaus folgen und hier sind so einige Sachen, die ich mir aber vorher gerne mal anschauen möchte. Hier ist das Teehaus schon. Aha, okay. Dieses Teehaus muss sehr beliebt sein. Es scheint mir eines der größten Gebäude im Ort zu sein. Okay, hier ist ein Buch. Der Schatten zwischen den Bäumen. Reisende, die den großen südlichen Wald durchqueren, berichten oftmals von seltsamen Beobachtungen und bizarren Phänomenen. Abgesehen vom Gasthaus zum Pilgerschlummer ist der Wald noch unberührt und das üppige Blattwerk der Bäume bietet eigenartigen und furchteinflößenden Kreaturen Unterschlupf, die man nirgends sonst im Reich findet. Das seltsamste dieser Wesen ist ein Schatten, von dem Reisende berichtet haben und der sie offenbar auf ihrem Weg durch den Wald verfolgt hat. Philosophen, die die Stille des Waldes suchen, um ungestört nachdenken zu können, erzählen oft, dass sie sich beobachtet fühlen und Gäste des Pilgerschlummers behaupten, eine eigenartige Silhouette gesehen zu haben, die zwischen den Bäumen umhergehuscht ist. Trotz der offensichtlich übernatürlichen Herkunft dieses Wesens fühlen sich diejenigen, die es bemerken, nie von ihm bedroht und sehen es einfach als ein weiteres Geheimnis des Waldes an. Aha, begegnen wir dem Schatten? Hallo du? Ihr seid fremd hier, nicht? Ich kenne jeden in Tiens Anleger, aber euch habe ich noch nie gesehen. An euch würde ich mich gewiss erinnern. Ihr solltet auf dem Absatz kehrt machen und diese Stadt verlassen, glaubt mir. Also wir würden uns auch an dich erinnern. Wer seid ihr? Warum sollte ich denn wieder gehen? Ihr habt mir nicht zu sagen, was ich tun soll, Bauernweib. Lebt wohl. Wer seid ihr? Ich bin Gufu, ehrenwerter Herr. Manche nennen mich Gufu die Süße, obwohl ich nicht weiß, warum. Eine Fischverkäuferin duftet schließlich nicht nach Blumen. Vielleicht macht man sich lustig über mich. Aber jetzt gibt es keinen Fisch mehr zu verkaufen. Ich habe mein ganzes Leben in Tiens Anleger verbracht. Aber jetzt muss ich beschämt gestehen, ich würde lieber woanders leben. Ich denke nicht, dass man dich die Süße nennt wegen deinen Fischen. Warum wünscht ihr euch das? Hier in Tiens Anleger herrscht völliges Chaos. Xing, unser Minister, ist mit all den Problemen hoffnungslos überfordert. Ihr solltet fortgehen, solange es noch möglich ist. Alle wollen uns hier wegschicken. Erzählt mir, welche Sorgen ihr meint. Habt ihr es denn nicht gehört? Der große Damm wurde geöffnet und der Wasserstand im Fluss ist gesunken. Der Fluss ist jetzt zu reißend und führt so wenig Wasser, dass man ihn nicht mehr befahren kann. Ohne den Fluss sind wir verloren. Die Kaufleute können keine Ware aus der Kaiserstadt mehr besorgen. Die Händler können keinen Handel mit anderen Städten mehr treiben. Die Männer können nicht fischen und unsere Kinder müssen Hunger leiden. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, machen uns auch noch diese Piraten Ärger. Sie ziehen plündernd durch die Gegend und nehmen Menschen gefangen, um sie in die Sklaverei zu verkaufen. Das ist nicht schön. Warum führt der Fluss so wenig Wasser, wenn der Damm geöffnet ist? Entschuldigung, geöffnet ist. Das haben wir die wir vor der Stadt getroffen haben, letzten Part schon gefragt. Aber fragen wir die auch mal. Der Damm liegt flussabwärts von hier. Als er geschlossen wurde, floss das Wasser langsamer und begann sich zu stauen. Der Pegel stieg. Aber als der Damm geöffnet wurde, floss das Wasser schnell ab. Es gibt keine Fische mehr und für Schiffe ist er nicht befahrbar. Das hatten die uns auch gesagt. Erzählt mir mehr über den Damm. Der Damm wurde vor fast 20 Jahren gebaut, um den Fluss zu stauen. Nun ist der Damm offen und das Wasser ist so flach, dass man den Fluss nicht mehr befahren kann. Ohne den Fluss kann Tiens Anleger nicht überleben. Aber niemand aus der Stadt traut sich, in die Ruinen zu gehen, um den Damm zu schließen. In den Ruinen gehen die Geister der Toten um. Ruinen, in denen Geister umgehen? Erzählt mir mehr davon. Es bringt Unglück, von solchen Dingen zu sprechen. Der alte Way in der Stadt kann euch vielleicht mehr erzählen. Er ist so alt, dass Geister und Flüche ihm keine Angst mehr machen. Aber ich bin ohnehin schon vom Pech verfolgt. Arme. Vielleicht kann ich den Damm für euch schließen. Ein großzügiges Angebot, edler Herr, doch das Tor zu den Ruinen ist versperrt. Wenn ihr den Damm schließen wollt, müsst ihr euch vom Minister Xing den Schlüssel besorgen. Er würde euch den Schlüssel zum Tor sicher gerne geben. Niemand anderer traut sich in die Ruinen, wegen der Geister.
Okay, das hat man im letzten Part schon gehört von diesem einen Deserteur da, der etwas von dem Schlüssel und dem Minister Sheng gesprochen hat. Wo finde ich den Minister Sheng? Gleich hinter diesem Teehaus führt eine Straße nach rechts. Folgt ihr bis zum Marktplatz. Dort ist Minister Sheng für gewöhnlich anzutreffen. Okay, ich sehe es auch schon, das Tor. Rechts sehen wir es. Ich habe noch weitere Fragen an euch. Aber gern, edler Herr. Es wird mir eine Ehre sein, euch jede Frage zu beantworten, die ihr stellt. Habt ihr eure Geldbörse dabei? Das ist ja eine böse Frage. Ich hätte ein paar Fragen über die Stadt. Was möchtet ihr denn wissen? Warum heißt die Stadt Tiens Anleger? Ja, wahrscheinlich, weil da nochmal ein Fluss dran vorbei läuft, oder? Ich fürchte, das weiß ich nicht, ehrenwerter Fremder. Da solltet ihr Li Shun, den Redseligen, fragen. Wenn das einer weiß, dann er. Sicher findet ihr ihn irgendwo in der Stadt. Er tut den lieben langen Tag nichts anderes, als durch die Straßen zu spazieren, auf der Suche nach Leuten, die seinen Geschichten zuhören wollen. Okay. Vielleicht der Wei auch, weil der ist ja schon so alt. Wo kann ich etwas kaufen oder verkaufen? Wenn ihr an der Seite des Teehauses entlang geht, seht ihr einen Pfad, der hoch zum Marktplatz führt. Der höchstgelegenen Stelle von Tiens Anleger. Die wenigen Waren, welche die Kaufleute noch haben, werden dort feilgeboten. Sie haben nur wenig anzubieten, seit die Stadt von der Außenwelt abgeschnitten ist. Feilgeboten, auch ein schönes altes Wort. Wer ist euer Staatsoberhaupt? Das wird wahrscheinlich der Minister Sheng sein. Minister Sheng ist ordnungsgemäßer Vertreter der Obrigkeit für diese Region. Er versucht, die Stadt zu führen, so gut er irgend kann, aber das ist nicht leicht. Verstehe. Ich möchte euch etwas anderes fragen. Aber gern, edler Herr. Ja, okay. Das fragt man natürlich nicht. Ich brauche dringend einen Flieger oder irgendein anderes Luftschiff. Einen Flieger? So etwas kenne ich nur vom Hörensagen. Stolze Schiffe, die durch die Luft segeln. Ich habe mir schon immer gewünscht, mal einen zu sehen, aber ich bin nur eine einfache Bäuerin. Vielleicht solltet ihr den Minister Sheng danach fragen. Er lebte früher einmal in der Kaiserstadt. Man sagt, der Himmel über der Kaiserstadt sei voll von Fliegern. Wünsch dir das lieber nicht so sehr, dass du so einen siehst, weil das letzte Mal, als wir welche gesehen haben, war nicht so schön. Lebt wohl. Gebt gut auf euch Acht, Fremder. Und seid froh, dass ihr nicht in Tiens Anleger lebt. Du Arme. Du bist schon sehr deprimiert. Was ist mit dir, Bauer? Hier treiben sich überall Geister herum. Nach Einbruch der Dunkelheit wage ich mich nicht mehr aus dem Haus. Mhm. Gut, da hinten wird eine Fahne gezeigt. Ist das vielleicht die Händlerin Teehaus? Ja, ja. Wer bist du? Oh. Oh, nee. Kann ich mit dir reden? Bitte, bitte verzeiht. Ich weiß, dass ich nicht so in der Öffentlichkeit weinen sollte, aber ich kann einfach nicht anders. Euer Geschluchze geht mir auf die Nerven. Wer seid ihr? Bitte, ich bin nur eine einfache Frau. Mein Name ist Lan, ich bin Näherin und ich habe ein Problem, von dem ich nicht weiß, wie ich es lösen soll. Ich dachte, ihr könntet vielleicht helfen, aber ich hatte Angst, euch anzusprechen. Es geht um meinen Verlobten, den Bäcker Bay. Jeden Tag greift eine Gruppe von Schlägern ihn an und verprügelt ihn. Er versucht, ihnen auszuweichen, aber sie finden ihn, wohin er auch geht. Sie verletzen ihn immer schlimmer. Ich habe schreckliche Angst, dass sie ihn umbringen werden. Nachdem ich gesehen habe, was ihr mit diesen Seeleuten gemacht habt, dachte ich, naja. An dieser Geschichte muss mehr dran sein. Ich werde mich für euch um diese Schläger kümmern. Wie viel könnt ihr mir bezahlen? Das ist nicht mein Problem. An dieser Geschichte muss mehr dran sein. Aber das ist es nicht. Mein armer Bay hat diesen Männern nichts getan. Sie greifen ihn völlig grundlos an. Bitte, ihr müsst ihm helfen. Ich flehe euch an. Lan, nicht schummeln. Also gut, ich werde mich für euch um diese Schläger kümmern. Vielen, vielen Dank, gütiger Herr. Ihr wisst nicht, was mir das bedeutet. Wenn unser erstes Kind ein Junge ist, soll er euren Namen tragen. Bay ist gerade am Pier der Bettler im südöstlichen Teil der Stadt.
Wenn ihr euch beeilt, kommt ihr wahrscheinlich dorthin, bevor ihn die Schläger heute angreifen. Okay. Südöstlich. Jetzt gehen wir mal kurz auf die Karte. Südöstlich. Halt, Moment. Alter Meister, Minister Sheng, Kaufmann Jung, Gelehrter Sechs Himmel, Pier der Bettler. Ah, okay, hier müssen wir hin. Nedo aber. Da ist ein Feuer. Lagerplatz. Wir werden aber als erstes zur Hiu gehen, in das Teehaus. Wir machen das geografisch mal in der richtigen Reihenfolge. Teehaus. Hey, Morgenstern. Schön, dass ihr gekommen seid. Lasst uns also fortfahren, wo wir stehen geblieben waren. Als erstes haben wir noch ein Hühnchen mit euch zu rupfen. Es gibt wirklich Wichtiges zu tun und ihr Burschen werdet nicht müde, uns dabei zu stören. Es überrascht mich, dass ihr so schnell eine weitere Tracht Prügel wünscht. Diesmal haben wir ein paar Freunde mitgebracht, damit es etwas gerechter zugeht. Nicht nett. Ah ja, genau, morgen. Ich. So. Autsch. So. Oh, der war nicht schlecht, Junge. Morgenstern, kommst du klar? Jawohl. Ihr müsst wahrhaftig Lees bester Schüler sein, obwohl irgendetwas an eurem Kampfstil seltsam ist. Ich kann nicht genau sagen, was, aber das tut nicht zur Sache. Die Seeleute werden uns nicht mehr behelligen. Zurück zu unserer Sache. Sun Li gab mir Anweisungen. Ich sollte auf euch warten, falls etwas geschehe. Ich habe mich mehr als 10 Jahre lang auf diesen Tag vorbereitet. Okay, 10 Jahre. Fasst euch bitte kurz, meine Zeit ist knapp. Woher kennt ihr noch gleich Meister Li? Sie war ja mal Bedienstete oder Untergebene von ihm. Wollt ihr etwa sagen, Li wusste, dass man ihn entführen würde? Was genau der ruhmreiche Stratege weiß und was er geplant hat, übersteigt meinen Horizont. Sein Planungsgeschick sucht seinesgleichen. Ich weiß nur, dass er mir auftrug, auf euch zu warten. Sun Li bat mich, ein Stück eines ganz besonderen Amuletts zu finden. Dieses Amulett war für euch, seinen besten Schüler, bestimmt. Es wurde zerbrochen und in alle Winde verstreut, als der Tempel der Geistermönche fiel. Er beabsichtigte, das wichtigste Stück euch zu geben. Ich vermute, er hat es getan. Mit einem kleineren Stück sollte Gerüchten zufolge ein junger Novize geflohen sein, aber das war Jahre her und die Spur war erkaltet. Okay, die Geistermeisterin, die uns da erschienen war im letzten Part, hat ja gesagt, dass wir 3 Teile finden sollen. 1 haben wir, das 2. scheinen wir von Hugh zu bekommen und das 3. würden wir ja dann irgendwie später finden. Und ihr habt euch dennoch auf die Suche nach dem Rest des Amuletts gemacht? Mit der Zeit fand ich heraus, dass der Mönch in das alte Städtchen Tiens Anleger geflohen war. Dort blieb er etwa 1 Jahr, bis er den Spätfolgen seiner Verletzungen erlag. Man begrub ihn mit allem, was er besaß. Es musste rasch gehen, denn der neu gebaute Damm sollte bald geschlossen und das gesamte Städtchen zu einem feuchten Grab werden. Das Amulett war außer Reichweite, also kam ich hierher und wartete. Jetzt haben die Lotus-Assassinen den See abgelassen und die Ruinen des alten Tiens-Anleger freigelegt. Sie suchen wohl ebenfalls nach dem Bruchstück des Geistermönchs-Amuletts. Aha, das passt ja mal wieder gut zusammen. Woher wissen Sie davon? Ich sollte in die Ruinen gehen und versuchen, dieses Bruchstück zu finden. Ja,
Es war der Wunsch Sun Lis, dass ihr dies erhaltet. Ich sollte euch davon erzählen, falls ihm etwas zustieße. Es war das Letzte, was er mir je auftrug, und ich habe Jahre gewartet, um meinen Auftrag vollenden zu können. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Wie lange wartet ihr schon auf mich? 10 Jahre? Paar Fragen. Meine Aufgabe ist es, euch Informationen zu geben, die euch bei der Suche nach dem Amulett behilflich sein werden. Ich werde euch eure Fragen also gerne so weit wie möglich beantworten. Gut, Yu. Könnt ihr mir mehr über das Amulett sagen? Ich weiß nur, dass ich dieses eine Bruchstück finden musste. Das habe ich getan. Es befindet sich in den Ruinen. Ihr müsst es vor den Lotus-Assassinen finden. Ihr werdet es brauchen, wenn ihr eurem Meister helfen wollt. Wie komme ich zu den Ruinen? Das Tor, das zu den Ruinen führt, ist verschlossen. Aber Minister Xing kann euch den Schlüssel geben. Ihr findet ihn auf dem Dorfplatz, dem höchsten Punkt von Tiens Anleger. Ich vermute, der Minister sähe es gerne, wenn jemand untersuchen würde, warum der große Damm geöffnet wurde. Unter diesem Vorwand werdet ihr den Schlüssel sicher erhalten und könnt so die Ruinen erforschen. Sehr schön. Könnt ihr mir mehr über den Stil Seelenfänger erzählen? Es ist klug von euch, das zu fragen, denn dieser Stil ist äußerst wichtig, auch wenn er nicht ganz einfach zu beherrschen ist. Wann sollte ich den Seelenfänger einsetzen? Seelenfänger ist in jeder Lage nützlich. Während eines Kampfes ermüdet man oft oder erleidet Verletzungen. Und wenn man sein Qi zur Heilung bündelt, erschöpft einen das noch mehr. Setzt ihr in einem solchen Fall Seelenfänger ein, werdet ihr durch jeden erfolgreichen Treffer etwas gestärkt. Euer Gegner wird allerdings nicht behindert. Oh cool. Gibt es eine besondere Taktik, die mir empfehlen könnt? Wenn ihr die Abwehr eures Gegners mit dem stärksten Angriff des Stils durchbrecht, könnt ihr ihn für einen Moment bewegungsunfähig machen. So gewinnt ihr etwas Zeit, euch zu sammeln und weiter zu erholen. Aha. Falls ihr diese Zeit nutzen wollt, den Gegner mit einem anderen Stil anzugreifen, solltet ihr euch jedoch vorsehen. Er ist möglicherweise weniger verwundbar, als es scheint, und man sollte nie zu siegesgewiss sein. Interessant. Erklärt mir die Grundlagen noch einmal. Seelenfänger fügt dem Gegner keinen körperlichen Schaden zu. Aber jeder Treffer, den ihr landet, frischt euer Qi ein wenig auf. Dadurch könnt ihr ständig andere Fähigkeiten nutzen. Magische Stile strengen euch an und erschöpfen euch, genau wie die Bündelung eures Qis zur Heilung. Wenn ihr dann Seelenfänger einsetzt, könnt ihr euch erholen und fast unbegrenzt lange in Höchstform bleiben. Okay. Ich möchte euch noch etwas anderes fragen. Meine Aufgabe ist es... Ja. Können wir im Amulett, Seelenfinger... Wisst ihr vielleicht, wo ich einen neuen Flieger auftreiben könnte? Piraten haben die Dörfer der Umgebung überfallen. Mit ihren Fliegern stürzen sie wie Heuschrecken herab. Minister Xing versprach, etwas dagegen zu tun. Aber bei Versprechungen ist es geblieben. Ihr findet Xing bei der qualmenden Ruine seines Amtes im Zentrum der Stadt. Ich bin sicher, er heißt eure Hilfe willkommen, auch wenn ihr eigene Gründe dafür habt. Ja, so richtig hast du uns aber nicht beantwortet, wo wir den Flieger kriegen. Ich würde gerne mehr über euch erfahren. Ich bin nicht von Bedeutung. Aber ich habe versprochen, euch nach Kräften zu unterstützen. Also stellt eure Fragen. Niemand ist ohne Bedeutung. Erzählt mir von euch und Meister Li. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Vor vielen Jahren diente ich unter ihm in der kaiserlichen Armee. Ich war Fährtensucherin und Soldatin. Ich war nicht in der Klagefestung, als sie fiel, aber ich hörte von Sun Lis Tod. Aber ich weigerte mich zu glauben, dass er tot war. Und ich hatte recht. Er kam zu mir und erzählte mir, was tatsächlich geschehen war. Ich schwor auf der Stelle, ihm zu helfen. Ich verehre ihn als Lehrmeister und als... Ich verehre ihn. Und obwohl er mich in ferne Lande schickte, habe ich ihm immer treu gedient. Aber ich bin müde und ich sehne das Ende meiner Aufgabe herbei. Okay. Höre ich da etwa Bedauern in eurer Stimme? Sun Li ist ein großer Mann, getrieben von großen Zielen und Idealen. Manchmal ist sein Blick so sehr auf den Horizont fixiert, dass er nicht erkennt, was sich direkt vor ihm befindet. Wir, die wir ihm dienen, werden manchmal einfach vergessen.
Wir schuften im Verborgenen, bis schließlich unsere Zeit zu handeln gekommen ist. Genauso ging es mir, während ich hier auf euch gewartet habe. Okay. Ich könnte eine Kämpferin wie euch gut gebrauchen. Begleitet mich doch auf meiner Reise. Warum hat Meister Lee euch mir gegenüber nie erwähnt? Das solltet ihr wohl eher ihn fragen, nicht wahr? Ich kann euch nur sagen, dass Sun Li euch aufgezogen hat, damit ihr eines Tages das Unrecht im Jadereich besiegt. Wenn er einen kleinen Teil seines Lebens und seiner Gedanken für sich behalten wollte, ist es nicht an euch, das in Frage zu stellen. Geheimnisse zu haben, ist das Recht eines jeden Menschen. Stimmt auch wieder. Ich könnte eine Kämpferin wie euch gut gebrauchen. Begleitet mich doch auf meiner Reise. Das geht nicht. Mein Teil ist getan. Ich habe Sun Li meine Loyalität und Hingabe geschenkt. Jetzt bin ich leer. Mir bleibt nichts mehr. Meine Aufgabe ist nahezu vollendet. Und ich bin froh darüber. Okay. Ich werde euch mit Rat und Informationen zur Seite stehen. Mehr aber auch nicht. Okay, keine neue Gefährtin für uns. Ich möchte euch noch etwas anderes fragen. Meine auch. Ja. Amulett, Seelenfinger, neue Flieger. Ah, erzählt mir, was ihr über den Wasserdrachen wisst. Es heißt, der Wasserdrache sei die Hirtin der Toten und ein Symbol des Lebens und der Erneuerung. Was darüber hinausgeht, ist philosophisches Wissen und ich als Soldatin verstehe nichts davon. Wie ihr seht, weiß ich wenig über die Mächte des Himmels. Bevor Lee mich bat, diese Aufgabe für ihn zu erfüllen, wusste ich sogar noch weniger. Ich dachte, solche Wesen wären durch körperliche Angriffe nicht verletzbar. Doch ich hatte mich geirrt. Ich weiß nicht, wie der Angriff ausgeführt wurde oder welche Art Klinge einer Gottheit das Herz aus dem Leib schneiden könnte. Aber ich weiß, dass es von unvorstellbarer Vermessenheit zeugt, so etwas zu versuchen. Das Herz aus dem Leib. Gut, ich habe noch einiges vor mir. Ich sollte jetzt gehen. Denkt daran. Ihr müsst zu den Ruinen gehen und das Amulett vor den Lotus-Assassinen finden. Sonst werdet ihr die vor euch liegenden Aufgaben nicht überleben. Verstehe. Okay. Mein Cousin ist letzten Monat verschwunden. Man weiß nichts Genaues, aber ich bin mir sicher, dass ihn die Piraten geholt haben. Du sagst nichts? Okay, aber das werden wir jetzt natürlich nicht... Hier ist noch jemand, mit dem wir sprechen können. Noch eine Quest. Gut, Leute, aber das machen wir dann alles weitere im nächsten Part von Jade Empire Special Edition. Und ja, ich würde mal sagen, es wird ein relativ umfangreiches Spiel. Also... Bis zum nächsten Part. Ciao.